Corsair hat die neue kabellose Gaming-Maus Qatar Elite Wireless auf den Markt gebracht. Und passend dazu gibt es dann auch einen fliegenden Teppich. In diesem Video möchte ich natürlich einmal mit euch klären, welche Features die neue Qatar Elite Wireless so mit sich bringt und vor allem, ob es sich wirklich um einen fliegenden Teppich handelt oder vielleicht doch einen RGB-beleuchteten Rock. In letzter Zeit kamen ja einige neue Tastaturen und auch neue Headsets von Corsair auf den Markt und nun haben wir endlich mal wieder eine neue Gaming-Maus von Corsair mit der Qatar Elite Wireless. Diese Maus ist jetzt aber nicht ganz neu, denn im Endeffekt ist es ein Refresh. Es gab schon vor 2 Jahren eine Qatar-Maus und das war die Qatar Wireless Pro. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, mit der Qatar Elite Wireless auf die ganzen neuen Features von Corsair zuzugreifen, denn da hat sich ja in den letzten Jahren auch einiges getan. So kam zum Beispiel Slipstream raus und auch das ist jetzt mit hier verbaut. Wenn wir uns aber mal anschauen, was ja auch ganz interessant ist, sind nämlich die neuen Gaming-Mäuse von Corsair. Da haben wir ja zum Beispiel einmal hier die M65, dann haben wir hier einmal die Qatar Elite Wireless und wir haben hier auch die Saber. Alle drei sind wireless und alle drei haben die neuesten Features mit an Bord. Das heißt, rein technisch gesehen sind diese drei Mäuse mittlerweile gleich und man hat jetzt die Möglichkeit halt, sich genau auszusuchen, okay, ich kann jetzt folgende Maus nehmen, die passt mir am besten für meine Handform, also von der Shape her oder auch halt von dem Grip, den ich nutze, ob ich jetzt einen Fingertip oder einen Clawgrip nutze und muss dann nicht auf bestimmte Features verzichten. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber erstmal die Qatar Elite Wireless genauer im Detail an. Wir bekommen hier eine Maus, die lediglich 69 Gramm schwer ist und das merkt man auch, die ist richtig schön leicht. Dann vom Layout her haben wir wieder ganz normal eine Linkstaste, eine Rechtstaste. Wir haben ein Mausrad und wir haben hier auch einen Profilswitch. An der Seite haben wir dann die Möglichkeit, diese beiden linksseitigen Tasten zu nutzen. Dort kann man auch Dinge drauflegen in der Corsair IQ Software. Und auf der Rückseite haben wir dann auch noch ein bisschen was. Und zwar haben wir hier nun ganz spezielle Glidepads. Die sind aus PTFE 100%, sind dadurch extrem leicht auf der Oberfläche zu bewegen. Und wir haben hier auch noch einen Schalter, um zum Beispiel zwischen dem Slipstream-Modus Wireless oder dem Bluetooth-Modus hin und her zu wechseln. Außerdem ist hier eine kleine Klappe und keine Angst, da kommt nicht irgendwie eine Mikrobatterie rein, sondern das ist einfach eine Aussparung, um den mitgelieferten USB-Dongle unterzubringen. Man kennt es ja, wenn man so Wireless-Mäuse hat, dass man die Dinger halt auch gerne mal verlegt. Kann hier nicht passieren, kann man hier reinpacken, kann das zumachen und hat den Dongle immer mit dabei. An den Seiten ist dann hier so ein bisschen Grip auch, das fühlt sich ganz gut an, das heißt, da rutscht man nicht mit den schwitzigen Händen ab und oben ist eigentlich alles relativ glatt gehalten. Wir haben auch eine RGB-Beleuchtung mit an Bord, wenn wir uns das äußerlich auch nochmal anschauen, das heißt, ich schalte die Maus einmal an. Dann sieht man das Ganze und zwar ist das Corsair-Logo beleuchtet und wir haben hier auch noch eine Status-LED. Das war's an RGB-Beleuchtung, reicht auch. Schade hier halt wieder, das habe ich ja schon öfter gesagt, ich finde RGB-Beleuchtung vom Logo halt, ja, semi-cool, weil wenn man die Hand drauf hat, dann sieht man sowieso nichts davon. Ich finde das immer ganz gut, wenn an der Maus so an den Seiten RGB-Beleuchtung ist oder vorne an den Tasten umrum. Da hat man dann auch sowas von, wenn die Hand drauf liegt. Zusätzlich zu der Qatar Elite Wireless und dem Wireless USB-Dongle bekommt ihr dann noch ein ganz normales USB-Typ A auf USB-Typ C Kabel. Damit könnt ihr die Maus dann vorne am Anschluss laden. Ihr könnt die Maus aber natürlich auch kabelgebunden verwenden. Und wo wir auch schon beim Laden sind, der verbaute Akku hier soll insgesamt bis zu 110 Stunden halten, wenn man keine RGB-Beleuchtung eingeschaltet hat und soll dann innerhalb von knapp 1,5 Stunden wieder vollkommen aufgeladen werden können. Und diese kleine Status-LED, die ihr hier oben habt, die ist dann auch noch ganz interessant, denn die gibt euch zum Beispiel beim Laden Aufschluss darüber, wie hoch noch die Akkulaufzeit ist. Das heißt, wenn das Ganze grün durchgängig leuchtet, dann wisst ihr, dass das voll geladen ist. Wenn es pulsiert, dann ist es gerade am Chargen, also am Laden. Und ihr habt hier auch noch mehrere Farben, wie zum Beispiel Gelb oder Rot. Rot dementsprechend, Akku ist gleich alle.
Aber wo ich gerade gesagt habe, dass die Qatar Elite Wireless nun auf dem gleichen Stand ist wie die anderen Wireless Gaming Mäuse mit der Technik, die dahinter steckt, wir haben hier einen 26.000 DPI Corsair Marksman Sensor verbaut. Das ist so das High-End-Sensorgerät oder der High-End-Sensor von Corsair, der halt auch in der Saber verbaut ist und in der M65. Das heißt, hier sind wir auf dem neuesten Stand der Technik. Außerdem, die Switches sind hier auch ganz interessant. Das sind Omron-Switches, die da drunter sind, und speziell bei den Corsair-Mäusen ist, dass dieser Weg zwischen der Maustaste und dem Switch nicht erst zurückgelegt werden muss, denn durch eine spezielle Feder wird sozusagen die Maustaste schon runtergezogen bis zum Switch, und wenn man draufklickt, betätigt man sofort den Switch, also hat ein schnelleres Ausführen bzw. Betätigen des Switches als bei herkömmlichen Gaming-Mäusen. Das Ganze nennt sich dann Corsair Quick Strike und ist extra dafür gedacht, dass man auch, nachdem man die Taste betätigt hat, sofort wieder betätigen kann. Also einfach ein schnelleres Ausführen der Aktionen. Und wo wir eben gerade über den Corsair Marksman Sensor mit 26 dpi gesprochen haben und natürlich auch Corsair Quick Strike, haben wir hier schon zwei Technologien, die nun mit der Corsair Qatar Elite Wireless Einzug erhalten haben. Dazu gekommen ist aber auch Corsair Slipstream. Corsair Slipstream ist die Corsair eigene Wireless-Technologie, die auch bei den anderen Gaming-Mäusen und Tastaturen und Headsets mit genutzt wird. Corsair Slipstream bedeutet dann, wir können eine höhere Abtastrate nutzen, das heißt hier bis zu 2000 Hertz Polling Rate, also Abtastrate, und auch die Latenz nimmt enorm ab. Wir sind hier bei unter einer Millisekunde Latenz, bedeutet, wenn die Taste gedrückt worden ist, wann der Befehl am PC ankommt. Bei der Nutzung des Dongles, der mitgeliefert wird, und Slipstream. Nutzt man die Maus natürlich im Bluetooth-Modus, ändert sich das alles ein wenig. Aber was ist eigentlich aus dem fliegenden Teppich geworden oder vielleicht doch dem RGB-Rock? Es handelt sich dabei natürlich nicht um einen fliegenden Teppich oder einen RGB-Rock, sondern um das neue Mauspad von Corsair. Das ist das MM703XL. Und das ist wirklich XL, also ihr seht, das passt hier kaum noch drauf. Das Ganze ist RGB beleuchtet und hat eine Größe von 1220 mm in der Breite und 610 mm in der Tiefe. Im Endeffekt bekommt ihr mit diesem Mauspad wirklich einen riesengroßen Lappen. Muss man ja mal so ehrlich sagen. Ich habe das Ganze noch so eben gerade auf meinen Schreibtisch bekommen. Aber wer Bock hat, halt ein riesengroßes Mauspad zu verwenden und auch den Platz hat, bitte beachtet, dass euer Schreibtisch da wirklich groß sein muss. Der bekommt hier ein wirklich cooles Mauspad. Ihr habt eine 3-Zonen-RGB-Beleuchtung und die geht halt einmal komplett ums Mauspad herum. Außerdem habt ihr einen Controller am Mauspad. Mit dem könnt ihr dann entweder das Ganze so ein- und ausschalten und bedienen oder aber über die USB-Verbindung mit eurem PC mit IQ. Da könnt ihr dann in Corsair IQ natürlich auch alles an RGB-Effekten einschalten und auf das Mauspad legen. Ganz cool ist außerdem der zusätzliche USB-Anschluss an der Seite. Damit könnt ihr dann theoretisch auch noch Maus und Tastatur anschließen. Also ihr habt vorne und an der Seite noch zwei USB-Anschlüsse. Da müsst ihr nicht noch drei Kabel zu eurem PC befeuern. Oder ihr geht sowieso dann direkt wie mit der Qatar Elite Wireless. Wireless. Ganz cool ist auch wieder die Integration in die Software Corsair IQ. Darüber können ja alle Corsair-Geräte gesteuert werden, haben wir uns des Öfteren schon angeschaut. Und hier werden ja unter anderem auch die Qatar Elite Wireless angezeigt, sowie auch die MM700 RGB 3XL Mausmatte oder das Mauspad. Ich würde es eher Mausmatte nennen, weil es ist wirklich eine Matte. Was man hier natürlich jetzt machen kann, ist, dass man einmal für das Mauspad hier die Beleuchtungseffekte einstellen kann. Das heißt, man kann genau sagen, okay, wie soll das Ganze hier leuchten? Hier hat man die 3 Zonen nochmal, kann dann wie gewohnt bei Corsair die coolen Effekte drauflegen mit mehreren Beleuchtungsschichten, und man kann auch bei der Maus das Ganze machen. Bei der Maus kommt aber noch eines hinzu, und zwar hat man hier natürlich noch die Möglichkeit, neben Beleuchtungseffekten, was bei einer Gaming-Maus sehr wichtig ist, die DPI einzustellen. Das heißt, hier kann man verschiedene Stufen einstellen, und diese Stufen können direkt über diesen kleinen Button in der Mitte der Maus auch gewechselt werden. Ich persönlich bin Freund von einer Stufe, ich brauche das nicht mit mehreren Stufen. Ich stelle immer alles auf die gleiche Zahl, damit ich auch ja nichts verstelle. Außerdem ganz interessant finde ich die Oberflächenkalibrierung. Damit kann man dann theoretisch noch die Maus an das eigene Mauspad anpassen, also einmal kalibrieren. Und man hat natürlich auch noch Tastenzuweisungen. Tastenzuweisung und Hardware-Tastenzuweisung. Hier gibt es für beides jeweils 2
zwei Kategorien, denn ihr habt die Möglichkeit, nicht nur softwareseitig in Corsair IQ Tastenbelegungen und Beleuchtungseffekte zu erstellen, die dann nur funktionieren, wenn Corsair IQ gestartet ist, sondern ihr könnt das Ganze auch auf dem integrierten Speicher der Maus speichern, die Maus irgendwo anders mit hinnehmen und könnt auf diese gleichen Funktionen zurückgreifen. Das finde ich auch immer super praktisch und das wird mittlerweile bei allen neuen Corsair-Produkten eingesetzt. Was sagt ihr denn zu der Corsair Qatar Elite Wireless bzw. zur MM700 RGB 3XL Mausmatte? Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare und solltet ihr mehr Reviews zu Corsair-Produkten sehen wollen, schaut gerne einmal hier oben in die Playlist, da kommt auch alles Neues dazu. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!